Ohne Frauen wäre revolutionäre Befreiungskämpfe nicht möglich gewesen. Erinnert sei hier an die Revolutionen der Nordvietnamesen gegen Amerika, an die islamisch geprägte Revolution Algeriens gegen Frankreich, an die Revolution des südafrikanischen Volkes gegen das Apartheidsregime und nicht zuletzt an die islamische Revolution im Iran. Frauen waren die Triebfeder jeder dieser auf Gerechtigkeit basierenden Revolutionen. Also, es muss festgestellt werden, ohne Frauen können wir keine gerechte Gesellschaft erreichen. Dieser wichtigen Tradition gilt es zu folgen. Mit dieser Veranstaltung, wo leider nur so wenige Leute da sind, die aber mehr Menschen verdient hätte, mit dieser Veranstaltung wollen die Frauen ein Zeichen setzen und somit auch die Männer auffordern, aktiver zu sein, wenn es um das Wohl von Menschen geht, auch wenn die Menschen in einem anderen Erdteil leben, in diesem Falle in Gaza, Palästina. Und wir sollten nicht denken, dass wir nichts erreichen können. Allein die Tatsache, dass wir hier offen gegen Israel und seinen alles verschlingenden Zionismus Stellung beziehen, dass wir aufklären über das Wesen des Zionismus. Bitte schaut euch unseren Flyer an, in dem dieses Wesen erklärt wird. Zeigt nicht nur unsere Solidarität mit den geknechteten Palästinensern. Es zeigt, dass unser von Gott gegebenes Gerechtigkeitsempfinden noch lebt. Jawohl, wir leben noch. Und jeder Einzelne unter uns, der sein Herz an der richtigen Stelle hat, spürt instinktiv, dass es sich lohnt, für die gute, gerechte Sache einzutreten. Sonst sind wir nur wie die vom Staat gelenkten Otto-Normalverbraucher. Ich muss auch hier die Otto-Normalverbraucher ansprechen. Es ist nicht zu spät, zuzuhören. Diese Otto-Normalverbraucher, sie sind zu reinen Konsumenten erzogen worden, ohne dass sie es merken. Arbeiten, essen, Fernsehen, schlafen, vielleicht noch einmal Urlaub im Jahr. Am Ende folgt sowieso der Tod. Solch ein Leben ohne aktive Teilnahme für Gerechtigkeit ist im Grunde ein mehr oder weniger totes Leben. Die Palästinenser, besonders die Menschen in Gaza, hören auch unsere Stimme. Sie hören unseren Aufschrei gegen Ungerechtigkeit. Wir wollen unseren Beitrag für eine gerechte Welt leisten. Und jeder der hier Anwesenden, die spüren, dass die Welt durch das zionistische Israel aus den Fugen gerät, ist ein wichtiger Teil einer Bewegung, die sich der unbedingten Solidarität mit den entrechteten Palästinensern verpflichtet fühlt. Dies gilt für alle Menschen, seien es Juden, Christen und Muslime, genauso wie Menschen mit anderen Grundeinstellungen. Hier müssen wir über unseren Tellerrand hinausschauen und unsere bestehenden Differenzen ausgrenzen, um ein größeres Ziel erreichen zu können. Hier möchte ich alle Menschen, die an Gott, an Allah glauben, ansprechen. Gott schaut auf jeden Einzelnen von uns. Einsatz für Gerechtigkeit bedeutet für uns Gläubige auch Einsatz für Allah, Einsatz für Gott. Das gilt für die gläubigen Juden, nicht zu verwechseln mit den Zionisten, die den jüdischen Glauben verzerrt haben und in die Irre gehen. Nein, ich meine die gläubigen Juden, die den zionistischen Staat Israel ablehnen und sich für ein freies Palästina einsetzen. Ebenso gilt das für die Christen und für uns Muslime. Auch in der Bibel, unter anderem im Lukas-Evangelium, gibt es deutliche Aussagen, sich gegen Ungerechtigkeit zur Wehr zu setzen. Die christlichen Bibelworte werden niemals von der Kirche unters Volk gebracht. Im Gegenteil, der Spruch, wenn dir jemand auf die linke Wange haut, so halte ihm die rechte Wange hin, wurde im Christentum geradezu zementiert. Und die jüngste der monotheistischen Religionen, der Islam, stellt die Gerechtigkeit als oberstes Prinzip im Leben eines jeden Menschen voran. Ohne Gerechtigkeit, ohne den Einsatz für Gerechtigkeit, kann kein Glaube gedeihen.
Die Krisenherde in der Welt werden größer. Hunger, Vertreibung, Kriege, Wirtschaftskriminelle, die immer noch hohes Ansehen genießen, wie zum Beispiel die Repräsentanten der Banken, und dann noch die Regierungen, allen voran unsere Regierung, die die weltweite Ungerechtigkeit unterstützt, statt abzubauen. Wir Menschen müssen ein Fanal gegen dieses Machtmonstrum setzen. Es ist niemals zu spät. Wenn wir jetzt nichts machen, wann dann? Der Ist-Zustand ist entscheidend, nicht was gestern gewesen ist. Daher gilt mein Dank allen Beteiligten, auch wenn es nur wenige sind. Wir waren nicht umsonst hier, glaubt es. Und wir hoffen, dass wir nicht nachlassen und wir uns so lange für Palästina einsetzen, bis Palästina befreit ist. Inshallah.